So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig, das brandneue und aktuelle LEGO Jurassic World Magazin Nummer 40 für 6 Euro mit einem Mini-Polybag, wieder mit einem coolen kleinen T-Rex und ein Nest, scheint das für ein Fallennest zu sein. Und das Coolste ist natürlich auch die goldene Karte, ein T-Rex für alle Booster-Freund-Sammlerkarten. In Gold. Richtig cool. Ja, sowas finde ich immer cool. Kann man auch jetzt zum Beispiel, na, jetzt zeige ich es euch mal, Kleber abmachen. Der Kleber geht ab, ohne was zu beschädigen. Jetzt hin, einen kleinen T-Rex oder einen größeren davor hinstellen und dann so einen kleinen Standdiorama machen. Mit goldenen Karten finde ich das immer mega, mega cool. Meine Meinung, ihr könnt natürlich eine ganz andere haben. Dann haben wir natürlich hier es ist ein Versteck. Gucken wir gleich mal zu. Es sind 44 Bauteile. Ich hoffe, es geht schnell zusammen. Aber jetzt blättern wir natürlich erstmal in das brandneue und aktuelle LEGO Jurassic World Magazin Nummer 40 drin herum. Aber ihr kennt das ja. Auch hier zählt natürlich, wenn irgendetwas von LEGO Jurassic World unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Und wenn ihr einen Link benutzt, danke, danke, danke dafür. Damit unterstützt ihr meinen Kanal. Seht ihr, das ist ein Versteck, könnt ihr dann umklappen. Aha. Dann mit in die Comicbeilage auf Seite 5. Cool. Merchandising. Obwohl das ältere Magazin ist, habe ich alle schon angeboxt. Scheint ein wenig spannend zu sein. Ein Ausbruch. Ja, wissenswertes Rätselspiel. Dann haben wir hier ein Poster, zwei Seiten. Die Seite finde ich jetzt ein wenig überlagert. Die hier ist witzig gemacht. Mit ganz vielen Dinosaurier, klein, groß und alles. Die finde ich echt witzig gemacht. Die hat Humorvolles. So, dann geht es natürlich weiter. Merchandising. Dann wissenswertes Rätsel, Spaß und so. Alles auf 1. Dann geht die Comicbeilage weiter. Na, ich wollte keine Seite. Comic ist auf Seite 27 zu Ende. Das ist aber ein Fußabdruck. Dann beginnt Rätselspaß. Bauanleitung brauche ich gleich. Und dann kommt schon die letzte Seite. Was haben wir nächste Mal? Nächste Mal ist wieder drin. Ist die Figur jetzt dabei? Ja, scheint dabei zu sein. Eine Mobilbrotmaschine, die man schieben kann. Aber ich glaube, die Figur ist dabei. Boxe ich natürlich an. Aber jetzt bauen wir 44 Lego-Teilchen zusammen. Ist ein cooles Tütchen. Warum? Wenn ich es jetzt nicht beschädige, kann ich es, wenn ich fertig gebaut habe, wieder reinstecken. Ja. Ziemlich viele Kleinzeug. Aber jetzt ganz schnell zusammenbauen. Oder sagen wir so, ich versuche es schnell zusammenzubauen. Drei müssen vorne frei sein. Ja, sind es auch jetzt. Da ist die graue Schläge. So dran. So, und jetzt kommen die Queren. Eine Seite hier. Eine Seite da, das Grüne vorne dran. So, jetzt kommen die zwei Runden. Jeweils eine Seite, einmal, zweimal und diese Teile gehen dann nach hinten hin. Okay, einmal, zweimal. Jetzt brauchen wir dieses Teil.
Da ist noch einer. So, nach unten hin die glatte Seite. Der eine kommt hier hinten drauf. Die zwei schwarzen da dran. Einmal. Zweimal auf jede Seite und dann so. Das ganze Teil wird dann hier reingeschoben. Seht ihr, ist die sogenannte Schiebetechnik. Hält auch wunderbar. So, reinschieben. So, jetzt sind wir auf Bild Nummer 9. Zweimal dieses hier. Oh, mit den Löchern. Einmal, zweimal, diese beiden Teile kommen jetzt einer dahin, andere Seite, die kommen dann hier hin, die grauen daneben, eins, zwei, kommt das so hin. So sieht es bis jetzt aus. Lässt sich natürlich immer noch schieben, aber nicht mehr ganz raus. Okay. Zwei grüne. Einmal. Zweimal. Hier hin. Dunkelgrün, zack, ein grauer da rein, der braune da rein, dann hier durchstechen. Okay, das Ganze zweimal, der kommt nämlich jetzt. Ach, so einfach ist das. Also ich hätte mir das jetzt ein bisschen spektakulärer vorgestellt, aber naja, zack. Ja, meine Finger, die wollen. Zack. Zack. Hops. Zack. Kommt jetzt hier dran. Und der kommt dann auch da durch. Der kleine da drauf. Na. So. Seht ihr das? Einfach nur die Blümchen jetzt. Kann man natürlich so hin, ihr seht es, könnt ihr natürlich so rum jetzt hinlegen, dann ist es ein bisschen mehr zu. Ha. Dann könnt ihr das Ganze rausschieben, aber es geht nicht auf, es muss, ihr müsst das. Naja, ich hätte es mir ein bisschen spektakulärer vorgestellt, wenn ich ganz ehrlich, seht ihr, wenn es so rum zu ist, so versteckt ist, na, drückt ihr ihn dran, dann springt er weg. So einfach ist das. Aber nichtsdestotrotz, was haltet ihr von seinem Versteck? Wie findet ihr das? Baut es vielleicht auch um oder lasst ihr es so? Also ich finde, nein. Wenn das so ist, ihr seht es selber, ich drücke Ring, der blättert um. Es hat natürlich was. Es ist witzig, mehr nicht. Richtig interessant, glaube ich auch nicht. Man kann damit spielen, auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz, eure Meinung, eure Kommentare dazu. Auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist das brandneue und aktuelle Lego Jurassic World Magazin Nummer 40. Mit einem kleinen T-Rex. Sein Versteck. Die goldene Karte. Das ist die LE4. Ein T-Rex. Mega cool für die Leute, die sammeln. Tütchen auch perfekt. Ich habe es zusammengebaut. Kannst du da einpacken. Hält. Also, wie gesagt, ich verlinke euch was, irgendwas von Lego Jurassic World, von der neuen Serie. Danke, wenn ihr den Link benutzt, unterstützt meinen Kanal. Aber das Allerwichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.